Nachdem wir in den letzten Videos schon unser Projekt eingerichtet haben und das komplette CPQ kennengelernt haben, werden wir in diesem Video uns die Auslegung von einem Expansionsventil anschauen, bevor wir im nächsten Video die Auswahl des Ventils treffen. Da würde ich sagen, machen wir nicht lange rum und fangen direkt an. Wie ihr das Ganze schon gesehen habt bei den letzten Aufnahmen, für die Frage, die wir uns jetzt stellen, wie lege ich ein elektronisches Expansionsventil von CAREL aus, werden wir uns gleich ein bisschen Zeit nehmen und wieder in das CPQ reinschauen. Ihr kennt das ja schon, also starten wir und gehen direkt wieder auf die Homepage, schnappen uns auch wieder unser Account, den wir vorhin gemeinsam eingerichtet haben. Ihr seht, da kommen wieder unser Disclaimer. Und hier ist das Projekt, was wir im letzten Video angelegt haben. Wir können nochmal alles kontrollieren. Wenn wir möchten, könnten wir noch eine neue Notiz hinterlegen. Zum Beispiel die aktuelle Änderung oder eine Revisionsnummer. Wenn das alles passt und ich keine Änderung gemacht habe, kann ich direkt auf Weitergehen. Sollte ich etwas geändert haben, bitte auf Speichern drücken, damit es auch wirklich gespeichert ist. Und dann starten wir. Und das sieht ja für uns alle schon sehr vertraut aus. Hier oben könnten wir dann nochmal die Einheiten checken, was es wird. Wir bleiben bei metrischen, unseren Längen, Graden, auch von allen Angaben, die wir haben. Wir haben gesagt, wir werden jetzt erst einmal ein Expansionsventil auslegen. Natürlich könnten wir auch alles andere machen, aber damit starten wir. Die anderen Ventile kommen in den nächsten Videos dann dran. Und ihr habt gesehen, nach dem Anklicken des Parts, den wir jetzt kalkulieren, also Expansionsventil, ist hier unten dann schon dieses Feld frei geworden mit der Frage, was wollen wir denn alles machen? Wir wollen bei Kühlen bleiben. Wir könnten es auch Wärmepumpe auslegen, machen wir jetzt nicht, wir bleiben im Kühlbetrieb. Kältemittel können wir alles Mögliche nehmen. Die können wir auch per Volltextsuche machen, ob es jetzt zum Beispiel ein, wie sowas zum Beispiel wird, 449 oder R290. Oder, ja, das finden wir nicht. Warum finden wir kein CO2? Das ist ganz einfach. CO2 finden wir deswegen nicht bei den Expansionsventilen, weil das ist hier angesiedelt. Ich würde sagen, für diese Auswahl bleiben wir einfach beim 449. Wir sind mal so frei. Gut. Leistung. Ich würde sagen, wir starten mit 12 kW. Verdampfungstemperatur sind wir mal ganz einfallslos, sagen minus 10. Dann Verflüssigung bin ich auch einfallslos, sage 45. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Ich persönlich würde euch empfehlen, passt diese Werte vom Druckverlust an. Persönlich finde ich die hoch. Kommt natürlich immer darauf an, in welchem Anlagenbereich man arbeitet, was man für Anlagen baut. Andere sagen, das ist ja überhaupt kein Druckverlust. Kommt halt immer auf die Dimensionen drauf an, mit denen wir arbeiten. Und ihr seht auch, was alles mit einkalkuliert ist. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir nehmen einfach mal 0,07. Ganz wichtig auch an der Stelle, hier wird kein Komma verwendet, hier wird ein Punkt verwendet. Wenn wir ein Komma eingeben, passiert nämlich das hier. Ich kriege eine Fehlermeldung. Ich freue mich immer sehr über diese Fehlermeldung. Also 0.21 nehme ich jetzt mal. Hoppala. Dann will ich eine Unterkühlung haben. Naja, sagen wir mal 8 Kelvin. Und dann berechnen wir das Ganze. Und schon kriegen wir unser lustiges Log-pH-Diagramm angezeigt. Da können wir uns auch die einzelnen Betriebsdaten nochmal rauslesen, wenn wir das möchten, wo wir daheim sind. Und wie ihr seht, kriegen wir jede Menge Expansionsventile aktuell angezeigt. Die werden wir im nächsten Video filtern.
Jetzt ist erst einmal ein anderer Punkt, den ich wesentlich spannender finde. Ich habe es schon mal in einem der ersten Videos erklärt oder schon mal erwähnt. Wir können auch weitere Punkte anlegen, mit denen wir kalkulieren. Das heißt andere Betriebspunkte. Das engt auch automatisch die Auswahl des Ventils ein. Ich sage jetzt mal, wir gehen eins weiter und ich behaupte, dass die erste Auslegung unser Maximalbereich von der KW-Zahl war. Und ich möchte jetzt erst einmal nur unterschiedliche KW-Zahlen anlegen. Dann nehme ich jetzt mal einen Medium-Bereich. Machen wir das richtig. Cooling Medium. Das wäre Durchschnitt. Wir haben vorhin 12 genommen. Jetzt nehmen wir 9 kW. Ich lasse alle anderen Bereiche mal genauso, wie sie vorher waren. Minus 10, 45, 0,07 bzw. 0,7, 0,21. Und da lasse ich auch die 8 drin. Es wird kalkuliert. Und ihr seht, am Log-pH-Diagramm verändert sich nichts. Wie kommt's? Ja, wir haben ja Drücke und Temperatur nicht verändert. Nur die Leistung haben wir verändert. Was wir aber schon merken, wir kriegen hier eine andere Anzeige und die Anzahl der Ventile hat sich schon mal drastisch reduziert. Es sind jetzt nur noch 136. So, jetzt habe ich zwei Betriebspunkte mal ausgewählt. Kann man noch mehr hinzufügen. Jetzt haben wir noch einen dritten. Und bei dem dritten bin ich mal so frei. Das wird jetzt Cooling Min, also eine Minimalleistung. Ich sage jetzt 6 kW. Ich sage jetzt mal Verdampfungstemperatur, da gehen wir mal nicht so tief. Wir gehen mal auf minus 6, sieht man besser. Verflüssigung, sagen wir mal 35. Druckabfall bleibt gleich in diesem Fall, behaupte ich zumindest an dieser Stelle. 0,7, 0,21. Unterkühlung lasse ich jetzt mal bei 8. Und dann gehen wir auf Berechnen. Und wir kriegen ein zweites Log-pH-Diagramm angezeigt. Wir haben natürlich deswegen, weil wir jetzt unterschiedliche Betriebspunkte haben. Das macht ja völlig Sinn. Da kann ich dann sagen, okay, ich gucke mal hier drauf, weiß, welcher Bereich das ist, also Cooling Min. Hier sind die anderen zwei angesiedelt. Wunderbar. Und jetzt gehen wir mal hier runter und sehen, sind automatisch schon weniger Ventile geworden. Jetzt speichern wir das Ganze erst einmal und stellen uns schon mal gedanklich die Frage, so viele Ventile, wer soll sich denn da noch auskennen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und die nächste Frage wäre, was kann man denn da machen? Wir können ganz einfach hergehen und wir können das noch etwas besser auswählen, das Ganze, filtern. Und wenn wir über die Frage nachdenken, was machen wir da, ist mir auch automatisch bei dem nächsten Video. Denn im nächsten Video werden wir uns die Filter anschauen und mal gucken, wie können wir denn die Ventile auswählen, dass wir am Ende auch wirklich das haben, was wir haben wollen. Also, bleibt gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video.